Ja, Max, tolles Rennen heute in Düsseldorf. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter der deutschen Meisterschaft. Letztes Jahr um einen Platz verbessert. Jetzt rede ich schon sehr viel, gell? Jetzt sag du doch mal was dazu. Ja, also besser hätte das Rennen nicht laufen können. Ich bin super zufrieden damit. Gerade mit meiner Geschichte, dass ich jetzt ein halbes Jahr ausgesetzt habe wegen einer Krankheit. Jetzt so zurückzukommen, hat mich sehr glücklich gemacht. Du hast gleich von Anfang an gezeigt, du willst hier was leisten. Bist beim Schwimmen vorne mit dabei gewesen. Und es hat sich untypischerweise eigentlich für die Bundesliga auch eine Gruppe ergeben. Beschreib den Rennverlauf aus deiner Sicht mal ein bisschen. Ja, also ich habe beim Schwimmen einen richtig guten Start erwischt. Ich war echt ein bisschen überrascht auch, dass ich nach 100, 150 Meter war ich plötzlich schon 5, 6, 7 Meter vor allen anderen. Da habe ich mich erstmal richtig gut gefühlt und wusste, heute geht was. Konnte dann ein bisschen rausnehmen, ein bisschen mit den anderen mitschwimmen und Kräfte sparen. Und meine Taktik ist dann einfach die ersten Meter auf dem Rad und in der Wechselzone absolut Vollgas. Und das führt oft dazu, dass es dann halt irgendwo reißt und Gott sei Dank ist es wieder gerissen. Und meine Taktik dann einfach Vollgas und die anderen mit motivieren. Und so war es dann erst eine Fünfergruppe, die gegangen ist. Der Sven ist dann noch dazugefahren von hinten. Dann war es eine Siebnergruppe und wir haben richtig gut zusammengearbeitet. Hat super funktioniert, die ganzen drei Runden durch. Und das Laufen dann einfach alles, was ging. Justus hat irgendwann mal angetreten, vorne aus der Dreiergruppe. Da konnte ich dann nicht mehr folgen, so schnell sind meine Beine noch nicht. Aber gerade mit meiner Schwimmen- und Radperformance bin ich absolut zufrieden. Und das Laufen, das kommt dann auch mit der Zeit jetzt langsam wieder. 2015 Dritter, 2016 Zweiter, du kommst nächstes Jahr wieder nach Düsseldorf. Ich komme wieder und gewinne das Ding auf jeden Fall. Sehr gut, wir sind dabei.